So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ich bin der Zuvarok. Ja, wir haben hier eine Quest. Pass mal, wir gucken mal nach, was wir machen sollen. Und zwar, wir sollen möge die Jagd beginnen. Das Gestüt von Neuhof wurde überfallen und Herr Razzi schickt mich mit ein paar seiner Männer hin, um herauszufinden, was genau dort vorgefallen ist. Das haben wir uns angeguckt, das Ganze. Wie grausam die Jungs hier gewesen sind. Wir sollen auf jeden Fall, sieh dich in der Gegend um, das ist optional. Befrage die Überlebenden, das ist auch optional. Und erkunde die Gegend nördlich des Gestüts. Also hier oben, da sollen wir auf jeden Fall hin. Aber wir sind schon mal hier, was? Lass uns mal euch ein bisschen hier uns umgucken, wenn wir schon da sind. Inspizieren. Wie kann man nur so grausam sein? Ja. Furchtbar, furchtbar. Hier, reden. Siehst du, was sie getan haben? Tötet sie! Bringt diese Hurensöhne zur Strecke! Ja. Kriegen wir hin. Oder auch nicht. Mal sehen. Müssen wir mal schauen, was wir machen können. Pass auf, da ist noch jemand. Stehlen. Stehlen? Na Gottes Willen, nein. Was liegt hier denn noch? Das ist ein Sack Futter. Oder Mehl oder sowas. Mein Gott. Okay, pass mal auf. Karte. Wir sind jetzt da. Da hinten ist noch ein Questgeber, komischerweise. Und wenn wir genug Kohle haben, dann dürfen wir da vorne hin. Das sind hier, hier ist das Gestüt. Der Pferdehändler. Dann kriegen wir vielleicht nochmal ein Pferd irgendwann. Das wäre nochmal ganz cool. Da vorne ist noch jemand. Lass mal da hin. Hallo? Hallo? Was? Wer ist da? Ich bin's. Ruhig. Ich möchte nur fragen. Ich weiß nichts. Hey, das kannst du doch so jetzt nicht sagen. Bist du verletzt? Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Schweinigkeit, mein Freund. Was ist hier geschehen? Fragen wir sie nochmal. Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Ich habe... das haben wir geschafft. Woher kamen sie? Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein. Hab gar nichts gesehen. Na, er hat nichts gesehen. Okay, pass mal auf. Dann Gespräch beenden. So. Haben wir das auch in der Tasche. Dann haben wir das durch, ne? Jetzt müssen wir nur noch hier sich in der Gegend umsehen. Na gut. Umsehen, ich glaube, hier gibt es nicht so viel zu sehen. Hey, pass auf. Ich merke ich mir. Das ist super, dass du merkst, wer ich bin. Oder dass du das, ne? Finde ich toll. Da unten ist ein Schießplatz, wie das aussieht. Da können wir wieder rumballern. Hier ist Rauch über nix, ne? Bin ich richtig? Na gut, das Ding, das raucht, das qualmt ein bisschen. Meine Fresse, Mann, ist da was los hier? So, pass mal auf. Lass uns mal in die Gegend uns da draußen ein bisschen umschauen. Wir sind wieder mal total überfressen. Meine Güte. So. Gehen wir mal hier so ein bisschen in die... Inspizieren. Aha. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Aha, das hätte ich dir auch sagen können. Darf noch was inspizieren? Nee, es geht nicht. Okay. So, Jungs. Jetzt heißt es, in den dunklen Wald gehen. Was haben wir hier noch? Salbei. Wir sammeln mal so ein bisschen nebenbei. Ich weiß nicht, ob das uns was bringt jetzt gerade, aber wenn wir schon da sind, dann sammeln wir doch ein bisschen Salbei. So. Auf jeden Fall sind wir massenhaft Abdrücke. Die, oh, hier. Da ist jemand verletzt worden, auf jeden Fall. Es regnet. Ich traue den Frieden echt nicht. Hier auch wieder Blut. Okay. Entweder haben sie sich selber verletzt oder... Die haben tatsächlich noch einen hier mit rausgeschleppt. Wundern würde mich das nicht jetzt gerade, nicht unbedingt. Soll echt ein bisschen vorsichtig sein. Also ich weiß nicht genau, wo die Herrschaften hier rumlungern. Lass mal auf die Karte gucken. Da oben sind wir. Aber hier sind wir fast schon draußen aus dem Gebiet. Ich glaube, hier oben ist nichts mehr, ne? Also ich will nicht unbedingt an der Straße längs latschen, weil... Ich höre sie doch, da sind sie doch. Ich höre sie doch, ich höre sie doch.
Lager schaffe ich nicht und das weißt du. Soll ich hier allein dahin ziehen? Also gut. Wie soll ich... Wo sind sie denn? Einfach schnell. Tu ich doch immer. Du kennst mich. Gute Reise, Bruder. Vielleicht bin ich echt ein bisschen angespannt gerade. Ein bisschen. Die Lichtung im Wald. Okay, wo ist denn die Licht? Ist das hier? Wir schleichen da echt so ein bisschen hin. Hier ist nix. Banditen? Wo sind die Banditen? Ich sehe hier keiner. Also keinen. Ach du Schande, da ist jemand. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Ja, sicher. Ja, ja, sicher. Du kriegst das Futter, Freund, das sag ich dir. Hast weiche Knie bekommen, was? Oh, die Ausdauer. Unsere Ausdauer. Ey, das ist ja jetzt nicht, ne? Das meinst du jetzt nicht ernst. Hundling! Jetzt müssen wir Ausdauer tanken, so. Aua. Pass mal auf, ich werde gleich mal hier die Waffe wechseln, weil ich glaube, mit dem Bogen sind wir hier besser bedient. Oh, da waren wir gerade ein bisschen doof in Gange. Dafür bezahlst du mit dem Leben. Ja, werde ich machen. Werde ich machen, aber du bist zuerst dran. Wir werden ein bisschen zurückziehen und jetzt, Achtung, jetzt bist du dran. Aua, das war jetzt nicht fair, ne? So, wir versuchen mal ein bisschen Kombo zu machen. Wenn wir mit ohne Ausdauer vor allen Dingen. Verdammt! Aber das wird doch irgendwann besser werden. Jetzt bist du fertig, mein Freund. Alles klar. So, zusammengeklappt wie ein Stuhl. Pass mal, was hast du dabei? Arbeitsstiefel, Fackel hast du nicht gesehen. Hasenfleisch. Oh, Hasenfleisch. Wir können aber, glaube ich, nicht so viel schleppen. Spitzpfeile. 130. Die nehmen wir doch mit. Nehmen. Ey, cool. Was hast du denn noch Feines? Nur Kommunionskelche. 250 Gold kostet das Ding, ne? Nehmen wir auch mit. Hasenfleisch nehmen wir auch mit. Können wir zum Not braten, wenn das sein muss. Alles nehmen. Den Rest den kannst du behalten. Arbeitsstiefel. Ne, was ist denn noch? Quest und sonstiges. Na gut, ich meine, das hätten wir schon sehen können. Na gut, so, bitteschön. Alter Freund. Da war der eine. Hallo Salbei. Hallo Salbei. Nehmen wir doch mit, dich Kleines. So, pass mal auf, nehmen wir den Bogen hier. Wo kam er denn her? Von wo kam er? Also das ist den, den wir erledigt haben. Wo kam denn der andere her? Gleich sind wir raus. Builds. Nee, jetzt sind wir gleich raus. Also da unten ist nichts mehr. Hier oben muss das irgendwo sein. Also einen haben wir entdeckt, der andere muss ja dann auch irgendwo sein, oder was? Oder war das nur der eine? Das ist nur der eine gewesen, ne? War das nur der eine? Ich glaube, müsste ja noch mehr gewesen sein. Der hat doch mit einem gesappelt hier die ganze Zeit. Wo ist der denn hin? Aha. Noch ein Bandit. Gut, der hat es nicht so ganz dahin. Plündern. Guck mal, was hast du denn dabei? Billigen Wein. Blutiger Hufkratzer. Hast du keine Kohle oder was? Langstreckenpfeile? Nehmen. Die nehmen wir auch mit. So. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir alles mitgeschleppt haben schon. Wir haben immer noch das goldene Ei in der Tasche, ne? Ich frag mich nicht, was man damit macht. 110 Schaden. Wie viel sind denn das? Ist das nur einer? Ein einziger ist da nicht zu fassen. Anzahl. Das sind nur zwei Pfeile. Das ist natürlich Wahnsinn. Rüstung, pass mal, Waffen.
Wundpfeile haben wir ausgerüstet. Spitzpfeile. 130 natürlich, ne? Das ist ja nur einer. Ach, wir sind natürlich also wieder mal, ne? Langstreckenpfeil. Damit zwei verschiedene oder was? Nee, einen geklemmt und einen so, ne? Ich glaube, wir sind ein bisschen verletzt. Wir müssen uns eventuell mal. Können wir uns irgendwie heilen? Warte mal, wie war das noch gleich? Info, Reittiere, Spieler. Zack, Inventar. Da. Rüstung. Nahrung. Ist das in der Nahrung dabei? Nein. Sonstiges. Verband. Wir sollten mal vielleicht einen Verband anlegen, ne? Du bist nicht. Du blutest nicht. Ey, das ist doof. Was ist Salbei? Was machen wir damit? Info? Auffindbar auf Weiden und dann verhängen. Sucht und sagt uns gar nichts, alles klar. Wir haben 42 Groschen. Ist ja schon irre. Was können wir denn damit machen? Nee, auch nichts. Okay. Wir fühlen uns auf jeden Fall nicht besonders prickelnd. So. Wir müssen machen, was? Durchsuche den Banditen, habe ich doch gemacht. Plündern. Billiger Wein, brauner hast du nicht gesehen, Brot. Der Hofkratzer ist, glaube ich, das, ne? Nehmen. Sieh an, ein Hofkratzer. Jemand in Neuhof muss mehr darüber wissen. Aha. Alter Freund, wir sind ja gar nicht mehr so ganz doof, ne? Aber wir haben uns wieder ordentlich verletzt, glaube ich. Ich glaube, wir müssen echt mal wieder uns ein bisschen ausruhen. Wir müssen zurück. Und zwar, finde den Besitzer des Hofkratzers. Na super. Na gut, machen wir uns da mal auf die Socken hin. Mitten durchs Gestrüpp rein in die. Da hinten wieder zurück. Ja? Aber dass wir jetzt Banditen finden, das wundert mich. Also ich habe mehr damit gerechnet, dass wir. Ja, die Ausdauer. Ich weiß, die Ausdauer. Das muss aber noch besser werden hier, also mit uns. Das wird so nichts, wenn du nachher eine schwere Rüstung hast mit meinen Freunden hier. Dann haben wir echt ein Problem. So, wie soll man erstmal hier den Besitzer finden? Aber ich würde mal sagen, ich stecke mal den Bogen wieder ein, ne? Sicher ist sicher. Nicht, dass wir hier noch Mecker kriegen. So, ich habe vorhin. Was? Inspizieren wir hier gerade? Inspizieren? Nee. So, pass mal, wo ist denn der? Das ist irgendwo hier. Lass uns mal doch. Wo ist denn der? Der Knecht ist weg da hinten, okay. Mit ihm hier mal? Hallo, hallo Wächter? Warum du? Du hast doch niemandem was getan. Ja. Mark, reden wir mal mit Mark. Vielleicht hat er ja was, ne? Dieser Hufkratzer, wem gehört, wem könnte der gehören? Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Ich wusste das. Ich hab's so. Also, Rotschopf habe ich mir schon fast gedacht. Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er. Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Als wenn er was geahnt hat, ne? Also irgendwie hat er, muss er geahnt haben. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Jakob, okay. Wo ist denn Jakob? Also die Karte ist unser bester Freund, ne? Jakob, der muss hier irgendwo sein. Ich hab mir sowas gedacht, weil dem gar nichts passiert ist. Überhaupt nichts. Die Hunde lasse ich lieber in Ruhe, weil ich vorhin, wie ich starten wollte, da kam ein Hund angerannt und der hat mich ganz lang angebellt. Da habe ich nochmal kurz gehauen. Da musste ich doch gleich wieder abdrücken für, ne? Gleich bezahlen. Mann, oh. Alter, ist das nicht geil? Also richtig cool gemacht. Absolut. Finde ich Hammer. So, pass mal auf. Wenn wir mal finden, wenn wir mal suchen, wo er ist hier. Oh, hier ist noch was. Was haben wir hier denn? Distel. Eine Distel. Packen wir auch mal ein. Neuer Stuhlbereich. Achso, Kräuterkunde.
Je mehr wir sammeln, desto... Ach, süße wohl, schön. Ich meine, da können wir vielleicht unsere eigenen Verbände machen. Oder sowas, oder, ne? Das wäre schon echt cool. Da rennen sie, laufen sie. Hier ist noch eine Distel. Distel. Und einsammeln, die Distel. Dann können wir nachher auch unsere eigenen Verbände machen und vielleicht auch... Na gut, Heiltränke und so ein Kram gibt es hier gar nicht. Gibt es hier ja gar nicht. Nein, na klar, schon Blödsinn. So. Wo kannst du sein? Höchstwahrscheinlich da drin, ne? Aber uns geht das echt nicht gut, ne? Wir müssen echt vielleicht mal eine Runde uns ausruhen. Ab hier so ein bisschen, ne? Wer ist das? Jakob, bist du das? Ja, da bist du ja, mein Freund. Weißt du, wo Rotschopf steckt? Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Will? Nicht. Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Wohin könnte er geflohen sein? Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Klar. Versprochen. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Rattei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Na, das ist doch einfach. Also, wie gesagt, ne, am Wasser lang und dann, boah. So. Möge die Jagd beginnen. Abgeschlossen, alles klar. Rotschopf in der Klemme. So, pass mal auf, wie machen wir das am besten? Frage die Köhler im Süden. So, zack, mal gucken. Warte mal. Karte. Da sind die Köhler. Wer ist hier? Da ist noch ein Aktivitätsgeber. Ganz da hinten. Rotschopf muss ja dann auch irgendwo sein. Ach gut, hier ist Rattei. Da haben wir unseren ganzen Krams her, ganz klar. Was haben wir da noch? Ein Unfallort, okay. Da ist... Ach, hier war noch ein Nest. Das Nest wollten wir auch noch suchen, ne? Also, wir gucken mal kurz in unsere... Pass mal, nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mal hier hin und vor allen Dingen, es ist schon sehr spät. Wir müssten eigentlich mal... Questlog, da wollte ich mal reingucken. Rotschopf in der Klemme. Befrage die Köhler im Süden und finde Rotschopf. Achso, das ist jetzt gar nicht aktuell. Ich kann es nicht anklicken. Warum nicht? Warum kann ich es nicht anklicken? Vergeltung. Ach, das ist da oben. Da sind wir doch. So, und das ist da unten. Finde den Rotschopf. Ach klar, der muss ja da sein. Also würde ich mal sagen, wir latschen mal am Wasser lang. Aber irgendwie müssen wir irgendwo mal pennen. Weil es wird schon wieder sehr spät. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. Es ist gleich fast Nacht. Also ich habe keine Lust, irgendwie in der Nacht rumzurennen. Das muss ja nicht sein, ne? Vielleicht finden wir hier irgendwo was zu schlafen. Oder wir begeben uns mal... Das ist ein Neuhof. Vielleicht finden wir da irgendwo eine Unterkunft. Ja, wir reisen da mal fix hin. Vielleicht finden wir in Neuhof irgendwo was zu pennen. Was zu schlafen, wollte ich jetzt sagen. Ey, also ich meine schlafen. Wir pennen ja nicht, wir schlafen ja. So, Neuhof. Sehr schön. Wir brauchen was zu schlafen. Irgendwie so ein bisschen ein Bett oder so wäre echt super. Hast du vielleicht ein Bett für uns? Können wir mit dem reden? Reden. Kennst du jemanden? Ich brauche ein Bett. Guten Tag. Guten Tag. Klar. Ich suche den Köhler. Na gut. Ich suche nach Köhlern in der Nähe von Neuhof.
Es gibt welche in den Wäldern südlich von Uschitze und nördlich von Neuhof. Das sind die einzigen, die ich kenne. Danke. Alles klar. Gespräch beenden. Wir suchen erstmal ein Bettchen. Ein Bett. Wir brauchen irgendwie ein Bett. Hauptsache irgendwas, wo man drin schlafen kann. Das wäre super. Vielleicht kriegen wir hier... Oh, was ist hier? Was haben wir hier? Mohnblume. Eine Mohnblume. Nehmen wir auch mal mit. Wir brauchen ein Bett. Irgendwie ein Bett. Hat jemand ein Bett für uns? So ein bisschen zum Schlafen irgendwas? Was ist das? Das bin ich. Hallo. Hey, frag mal. Warte mal. Dorfbewohner. Warte mal. Gott sei mit dir. Yes. Ach nein. Ich brauche ein Bett. Irgendwas zum Schlafen. Gibt's ja kein Hotel oder so? Oder so ein Bed and Breakfast wäre auch super. Nimm ich auch. Klopf, klopf. Schlossknacken. Ich will kein Schlossknacken. Ich möchte doch nur irgendwo schlafen. Vielleicht kann ich in der Scheune pennen? Oder wir müssen echt wieder zurückreisen und, nee, das gibt bloß Ärger, wenn wir hier rumrennen. Das gibt nur Mecker. Das pass mal auf. Neuhof, da sind wir. Was war hier noch? Befrage die Köhler im Norden. Ach, da sollen wir hin. Ah, super. Wo ist denn unser Bettchen? Da ist Thalberg. Thalberg, super. Wir müssen irgendwie schlafen. Wo ist denn unser Bett? Unser Bettchen ist hier unten. Aber wir können ja wieder Schnellreisen machen, ne, eigentlich? Aber da sind wir mitten in der Nacht, glaube ich, da. Wir brauchen ein Pferd. Ein Pferd wäre super, weil irgendwie werden wir extrem müde. Zur Not können wir hier auch pennen. Schnellreise, lass uns mal eine Schnellreise rein machen. Es wird spät. Es wird sau spät. Ein Feind. Fliehen. 38% Chance. Kämpfen, fliehen. Erfolg, alles klar. Da war ein Feind. Ah, super. Oh, wir haben ja Schwein gehabt, ne? Haben wir echt Schwein gehabt, Mann. Es ist spät in der Nacht. Lassen wir uns irgendwie. Also wir legen uns mal aufs Ohr. Und ich glaube, wir haben auch noch Krams, den wir in den Köhler verhökern können. Dann sind wir da nämlich auch los. Vielleicht gibt er uns ein bisschen was dafür. Wäre echt super. Weil Geld kann man ja immer gebrauchen. Weiß man ja nicht, ne? Vor allem, wir müssen ja uns irgendwie mal ein Pferd anschaffen. Was zum Reiten wäre echt nicht, wäre echt super. Stockduster. Da. Hey Kumpel. Köhler. Ja, warte mal. Ich will kurz reden. So, warte mal. Gott schütze dich. Bestens. Dich auch, mein Freund. Gestohlene Waren verkaufen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Alles klar, pass mal auf. Was haben wir denn da? Oh, ist das nur das? Nur das können wir verkaufen. Regelbuch des... Die Dietrich will ich nicht verkaufen. Den Dolch, den kannst du haben. Aber kriegst nur 12 für. Aber ist ja auch Gewicht, ne? Gewicht ist nur einer. Vergiss es. Das brauchen wir nicht. Nee. Ist schon gut. Ich lege mich mal auf die Ohren. Also, ne, ich brauche ein bisschen, ich brauche echt eine Mütze vor Schlaf. Das nützt alles nichts. So, immer unsere Kiste mal lauern. Was haben wir hier drin? Die Axt. Leicht gepolstert. Minderwertiger Pfeil. Uralte Karte. Die müssen wir uns auch mal anlauern. Die müssen wir uns echt mal angucken. Waffen. Was haben wir denn gerade bei uns im Inventar? Waffen. Pass mal auf, das muss raus und zwar... Haben wir die Sachen nicht von gefunden? Alles. Was haben wir denn gerade? Ist es das, was wir in der Tasche haben? Wir haben die Axt. Das ist das, was wir im Inventar haben. Unsere alten Klamotten. Ah. Ach nee, das ist das, was wir jetzt gerade... Ja, genau. So, pass mal auf. Die Scherbe.
Die haben wir ausgerüstet. Den Knüppel brauchen wir eigentlich nicht. Das ist echt, den lass uns mal rauslegen. Zack, brauchen wir nicht. Wundpfeile. 19, da haben wir den Spitzpfeil, haben wir nur, ist nur einer von. Langstreckenpfeil haben wir auch nur. Rüstung, was haben wir an? Grünes Hemd, das brauchen wir nicht mitschleppen. Packen wir raus. Das Ding packen wir auch raus. So, den Rest haben wir an. Wir sind auch wieder dreckig, ne? Mein Gott. Das goldene Ei packen wir auch mal raus. Weil das brauchen wir nicht mitschleppen. Muss ja nie sein. So. Branntwein. Wir wollen uns ja nur nicht den Kanal geben. So, Questgeschichten. Die beiden Sachen, lass uns die mal rauslegen, ne? Wir brauchen die nicht. Oder sollen wir die... Ah, die haben ja kein Gewicht. Die haben ja kein Gewicht. Die wiegen nichts. Also ist umsonst. Sonstiges. Groschen haben wir 42 Kommunionskelch. Was machen wir damit? Information? Wo können wir das denn verhökern? Wir müssen, glaube ich, mal in die Stadt, glaube ich. Und das mal loswerden. Die brauchen wir echt nicht so mitschleppen. Verschieben. Weg. Brauchen wir nicht mitnehmen. Und die ganzen... Das wiegt alles nichts, ne? Nahrung. Wo war Nahrung? Da. Hasenfleisch. Heinrich, ich bin froh, dass du da bist. Was? Ja, ich bin alles gut. Ich bin da. Ich will mich jetzt auch hinsetzen. Hinsetzen. So, Freunde, also wir hauen uns mal aufs Ohr, ne? Und wir sehen uns dann morgen wieder in aller Frische, wenn wir wieder wach sind. Und dann sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Siehst du, er ist gerade sich ausgekleidet. Jetzt geht's in die Haie. Das ist nämlich schon spät. Und ja gut, das machen wir auch. Wir legen uns mal schlafen, ne? Und dann sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ja, in aller Frische. Also ich denke mal so gegen, ich würde mal sagen, 7 Uhr, eine 8 Stunden pennen ist, glaube ich, nicht verkehrt, ne? Das machen wir einfach mal. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Und dann ciao, ciao. Bis dann. Ne?